Herzlich willkommen zum neuesten Spur-G-Block-Video. Heute möchte ich euch den Kobalt-Weichenantrieb vorstellen. Der Weichenantrieb galt lange als Geheimtipp unter Modellbahnern. Er verbraucht wenig Strom, lässt sich unter der Anlage verstecken, aber konnte nur in Australien bestellt werden. Seit einigen Wochen bietet nun MDS Müller als deutscher Vertriebspartner den Weichenantrieb auch in Deutschland an. Für nur 26 Euro ist der Weichenantrieb erhältlich, für 34 Euro gibt es sogar einen Antrieb mit integrierten DCC-Decoder. Der Spur-G-Block hatte die Möglichkeit, einen DCC-Weichenantrieb zu testen und schauen wir uns erst noch mal die Bilder an. Der Testaufbau entsprach einer typischen Innenanlage. Auf einer 6 mm Sperrholzplatte war eine 20 mm Styrodurplatte aufgebaut und darüber die Gleise. Der Stellhebel, der mitgeliefert wird, kann problemlos die Weiche schalten. Im Test habe ich eine Pico-Weiche verwendet. Im Gespräch mit MDS Müller wurde deutlich, dass die LGB-Weichen sich genauso einfach schalten lassen können. Allerdings gab es Probleme bei einer Trainline-Gartenbahnweiche. Und auch laut MDS Müller ist bei Thielweichen der Antrieb etwas schwerer und man muss etwas nacharbeiten. Wer also eine Thiel- oder Trainline-Weiche hat, sollte sich erst bei MDS Müller erkundigen, welche Umbaumaßnahmen an der Weiche notwendig sind. Besonders praktisch fand ich die Möglichkeit, einen externen Taster an den DCC-Weichenantrieb anzuschließen. In der Praxis ist es häufig unhandlich, am Handregler zwischen den Weichen und den Lokomotiven hin und her zu schalten. Mithilfe des Tasters kann man auf Knopfdruck die Weiche einfach schalten. Besonders einfach ist das Programmieren des DCC-Decoders. Einfach den Programmierschalter umlegen, die Weiche mit dem Handregler schalten, den Schalter zurückschalten und schon ist man fertig. Insgesamt machte der DCC-Weichenantrieb von Kobalt eine gute Figur, insbesondere bei Pico- oder LGB-Weichen. Der Einbau ist etwas fummelig, aber wenn man zwei oder drei Antriebe verbaut hat, geht das auch schnell von der Hand. Bei Trainline- und Thiel-Weichen muss man allerdings achten, dass die Weichen etwas zu bearbeiten sind. Das sollte man einmalig ausprobieren, bevor man größere Umbauten macht. Für Innenanlage ist der Kobalt-Weichenantrieb sicherlich eine interessante Alternative, da er sich geschickt im Gleisbett verstecken lässt. Ich hoffe, euch hat das aktuelle Spur-G-Block-Video gefallen und wir sehen uns bald wieder auf www.spurgblock.de. Bis dann!